sehr lustig. Auf der Einladungskarte stand nicht nur drauf, wir trauen uns. Da stand auch noch so ein gegoogelter Spruch drauf. Da stand drauf, wir sind alle Engel mit einem Flügel. Ja, schäbig, oder? Es ist widerlich, wirklich. Also es ging noch weiter, aber allein schon, wir sind Engel mit einem Flügel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Engel gesehen habt, aber ein Engel mit einem Flügel, ganz ehrlich, der fliegt im Kreis. Das ist kompletter Quatsch. Ja? Hey, ich bin Engel mit einem Flügel. Ja, Digga, dann verpiss dich, Alter. Du bist der schlimmste Engel, den ich je gesehen hab. Ja, da kommt so ADAC. Wir haben wenigstens ein Auto, Alter. Ja, Engel. Wir sind alle Engel mit einem Flügel. Wir müssen einander umarmen, wenn wir fliegen wollen. Digga! Wenn ich einen Flügel brauche, trinke ich einen Red Bull. Aber was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Und mein Bruder, der wollte mir halt diese Einladungskarte persönlich geben. Und der hat ein riesen Ding draus gemacht. Der meinte so, Bro, pass auf, lass uns treffen in der Bar. Wir haben so eine Stammbar. Lass uns treffen. Ich muss dir was erzählen. Wegen meiner Freundin. Ist doch top secret. Darfst du keinem erzählen. Und ich so, krass, der will die ermorden. Das ist halt so, der will... Oder, was realistischer ist, er hat sie bereits ermordet, okay? Und er braucht ein Alibi, weißt du? Und ich war so, okay, erzähl. Er so, okay, das darfst du wirklich keinem sagen. Ich sag, ja, alles klar, ich geb dir ein Alibi. Ich sag, was? Also er war so, was? Ich sag einfach, dir ist die Axt aus der Hand gefallen. Und er so, was? Ich sag, du hast sie doch umgebracht. Nein, ich will die heiraten. Ich sag, krass, das ist ja schlimmer, als ich dachte. Das ist wirklich. Und dann hat er halt, deswegen hat er so ein Geschiss drum gemacht. Er wollte mir halt sagen, dass ich der Trauzeuge sein darf. Ja, und dann habe ich gefragt, so voll mega krass, ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist, ja, was, ich habe es noch nie gemacht, okay, ich war noch nie so auf so einer Hochzeit, keine Ahnung, habe ich gefragt, was ist das, sagt er, ja, während der Hochzeit bist du für die ganze Orga zuständig, musst du die ganze Zeit arbeiten, während wir Spaß haben, ich sage, das klingt ja mega, du bist ein richtig guter Verkäufer, ja, ich sage, ich will ballern, Junge, gar keinen Bock, und vor allem, Organisation, ich bin jetzt nicht der beste Organisator, muss ich wirklich sagen, ich habe mal die Kommunion meiner Nichte organisiert, ich fand's mega, alle waren so, wie scheiße, der Stripper war wohl unangenehm, ja. Was ich mega frech fand, weil ich war der Stripper, aber wirklich furchtbar. Ja, dann habe ich natürlich den JGA als erstes geplant. JGA ist richtig geil, macht richtig Bock, weil heutzutage, wie plant man den JGA, was macht man als erstes? Saufen? Nein. Du musst erst mal planen, Köln, eine Stadt stellt sich vor. Was macht man als erstes? Saufen. Und dann planen wir den JGA. Was macht man genau? WhatsApp-Gruppe, genau, Junge. Pass auf, wie du für dich selber applaudierst, finde ich mega. Jawohl, das war ich. Yeah. Also, pass auf. WhatsApp-Gruppe, ich schreibe nur rauf, Martins JGA. Und habe alle Freunde sozusagen eingeladen. Ich kenne die gar nicht von früher, weil er ist ja adoptiert. Okay, dachte ich aber, komm, alles cool. Alles entspannt, okay? Pass auf. Ich schreibe nur Martins JGA. Das heißt, alle Kumpels von ihm kriegen eine WhatsApp-Gruppeneinladung und da steht Martins JGA. Ich habe noch nichts geschrieben. Der Erste schreibt Koks und Nutten. So habe ich Paul kennengelernt. Ja, aber Jungs sind da einfach, ne? Ja, Mann, ficken, bumsen, saufen. Es ist wirklich, ja, ihr wird richtig gefickt, Junge. Mädels sind da anders. Mädels sind so ein bisschen so, hey, ihr süßen Mäuse, ich habe die große Verantwortung, den Junge seinen Abschied zu planen. Und es ist alles so süß und so toll. Und Mädels, wir machen das. So nach 2-3 Minuten hassen sich die Ersten. Das ist immer richtig geil. Wenn die so, hast du gesehen? Hast du gesehen, was die geschrieben hat? Was? Und das ist so geil. Und dann machen die den Jungen seinen Abschied und freuen sich wieder. Hey, Süße, danke für die Hilfe, sehr gerne. Gehen auseinander, Fotze. Ja, das sind Mädels. Jungs sind so ein bisschen so, ja, bumsen, bumsen. Da wird nicht gebumst, aber einfach mal sagen. Mein erster Junggesellenabschied, auf dem ich war, der war tatsächlich in der Corona-Zeit. Wir waren in Büsum. Und Büsum, sind wir ehrlich, das sind zwar Schafe, aber ansonsten ist da nichts. Ja, du sitzt da irgendwie in der Haifischbar, immer nachts um 4 hängst du da. Das war total krass, damit hängst du da so besoffen, so Deep Talk Gespräche, so mit dem Kellner so. 17 Minuten später kommt er mit einer Suppe, 6,70. Und du hast keine Ahnung, wann du das bestellt hast. Ja, es ist einfach. Ganz Büsum kannte uns. Wir waren die Boys. Und ein Schaf war dabei. Keine Ahnung, ja. Einer von uns war der Stripper. Keine Ahnung, wer. Und es war aber eine schöne Zeit. Und jetzt muss ich ganz kurz sagen, das ist wirklich, das habe ich gemerkt, bei diesem Junggesellenabschied, nicht immer das große Rad drehen. Nicht immer Las Vegas. Nicht immer Mallorca. Büsum hat's gerissen. Warum hat's Büsum gerissen? Weil wir coole Jungs waren. Weil wir gemeinsam da waren. Weil es schön war. Weil wir gemeinsam uns unterhalten haben. Weil es eine schöne Gemeinsamkeit gab, weil wir gesagt haben, nein, wir haben ja sonst nichts und wir haben nur uns. Und diese Wärme, die da war, war unglaublich. Denn am Ende zählt nur eins, wir sind alle Engel mit einem Flügel.